think PC gaming is at the forefront of all the trends. If you look at the console platforms, they are just copying what is happening on PC. The digital distribution, this is PC. Everything new and game-changing happens on PC. Hallo und herzlich willkommen. Na, alles klar, Glorious ist mal wieder auf Reisen. Wir sind unterwegs in Warschau und zwar bei CD Projekt Red und GOG.com. Und zwar gehen wir bei Glorious einfach mal der Frage nach, ist GOG.com vielleicht das neue Steam mit sehr interessanten Methoden und Ansichten, was digitale Distributionsplattformen so mit sich bringen sollten. Und das schauen wir uns in der Folge Glorious heute an. Viel Spaß. Dominik und ich waren zu Gast in Warschau, in einem Gebäude, was von außen ein wenig nach Industriewurstfabrik aussah, von innen aber dafür umso schicker war. Bei CD Projekt, den Entwicklern der The Witcher-Reihe, waren wir eingeladen, hinter die Kulissen von GOG.com zu schauen, einer digitalen Distributionswebsite für PC-Games und Filme. Anders als die anderen bekannten Plattformen setzt GOG darauf, ihre Spiele DRM-frei anzubieten. Das heißt, jeder, der hier ein Spiel erwirbt, der kann dieses beliebig häufig vervielfältigen und weitergeben, ohne an einen Account oder an eine Online-Pflicht gebunden zu sein. Auf welche anderen Alleinstellungsmerkmale GOG bei ihrem Geschäftsmodell setzt, um sich von anderen Anbietern wie zum Beispiel Steam abzuheben und welchen Prozess ein Spiel durchläuft, bevor es hier überhaupt verkauft werden darf, erfahren wir in unserer kleinen Reportage zu GOG.com. Die meistgenutzte Website für Videospielbibliotheken heutzutage ist Steam. Eine riesige Auswahl an Games, Freundeslistenverknüpfung und Multiplayer-Support sind einige Features der Plattform, die sie zur größten für PC-Gamer überhaupt machen. Darüber hinaus gibt es noch Publisher-eigene Launcher wie Uplay von Ubisoft oder Origin von EA, die hauptsächlich die Spiele der jeweiligen Entwicklerfirma vertreiben und meistens exklusiv dort anbieten. GOG.com geht ein wenig anders an die Spielevermarktung heran, als das die anderen Plattformen so tun. Während Nutzer auf Steam immer eingeloggt sein müssen, um ein Spiel zu starten und auch nur Games zocken können, die wirklich mit ihrem Account verknüpft sind oder dafür freigegeben worden, gehört ein Spiel, welches ihr bei GOG erwerbt, sofort euch und ihr könnt mit eurer digitalen Kopie tun und lassen, was ihr wollt. Das schreibt sich die Website auch groß auf ihre Banner. Join the DRM Free Revolution. Gerade in einer Welt voller Online-Aktivierungszwang ist dies ein klares, ehrliches Zeichen, aber birgt auch eine Menge Risiken. Immerhin macht man sich so sehr angreifbar gegenüber Videospielpiraterie. All the games are pirated, they're all out there. What we are offering is, first of all, they're buying a game with a guarantee that it works. If it doesn't, we refund the money, so they take no risk. And they collect, they have a beautiful digital shelf. It's DRM-free, they can download it as many times as they want, they can store it, back it up, do whatever they want, play offline. Boxes. So really, I think, moved our all-time thinking related to physical possession into the digital world. And I think it clicked very well with gamers and they really appreciate it. Marcin Iwinski ist Gründer der Firma CD Projekt. In den 90er Jahren zog er zusammen mit seinem Geschäftspartner Michael Kiczynski den legalen Videospielmarkt in Polen hoch. Eine Aufgabe, die sich bei einer damaligen Piraterierate von 100% als nicht wirklich einfach erwies. Durch die Erfolge, die die Firma später mit ihrer Spielereihe The Witcher feierte, konnten sie weiterhin ihre Spielevermarktung finanzieren und gründeten so 2008 die Website goodoldgames.com, auf der man zunächst Klassiker und Retro-Games vertrieb. Erst vor wenigen Wochen launchte GOG ihre Website mit deutscher Sprachausgabe. Neben dem großen Feature des DRM-freien Spielekaufs bietet man eine sogenannte faire Preisgestaltung an. Das bedeutet, wenn ein Spiel für Kunden aus Deutschland mehr kostet als auf dem US-amerikanischen Markt, bekommst du den Differenzbetrag auf dein GOG-Konto gutgeschrieben und kriegst somit einen Rabatt auf zukünftige Spieleeinkäufe. Frei nach dem Motto, weil ein Dollar nicht gleich ein Euro ist, möchte GOG somit auf der ganzen Welt gleich faire Preise für ihre digitalen Waren anbieten. Ebenfalls neu und anders ist der Ansatz der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie für alle Spiele. Sollte aus irgendwelchen Gründen ein Spiel, welches ihr bei GOG erworben habt, auf eurem Rechner nicht funktionieren, habt ihr die Möglichkeit, euer Geld dafür zurückzubekommen. Man bemerkt, die Website baut wirklich auf das Vertrauen, welches sie zu ihrer Community etabliert hat. Wer versuchen will, über GOG Spiele zu klauen, der könnte das auch wesentlich schneller und einfacher tun als über die Geld-Zurück-Garantie. It's pure logic. I really like your question, actually. Okay, so you have to go to GOG, get the game, it's DRM-free, so you can back it up. Then you can claim it doesn't work, and then
we'll give you the money back. It's a lengthy process. Go to the Pirate Bay, it's easier. Ein Kritikpunkt an GOG könnte die, in Anführungsstrichen, geringe Auswahl an Spielen sein. Diese ist aber auch auf das Boutique-Prinzip der Website zurückzuführen. Jedes Spiel durchläuft 3 Stationen, bevor es auf der Seite zum Kauf angeboten wird. Zunächst mal muss entschieden werden, ob das Spiel die Kriterien erfüllt und qualitativ hochwertig genug ist, um ins Sortiment aufgenommen zu werden. Dies entscheidet entweder die Assignment-Abteilung für sich alleine, aber es kann auch sein, dass man Rechte für ein Spiel einholt, welches die Community gerne in der Auswahl hätte. Nachdem das passiert ist, wird das Spiel erworben und erstmal hier in der Quality Assurance-Abteilung auf Herz und Nieren getestet. Da die meisten älteren Spiele keine Patches mehr herausbringen, kann es ein Haufen Arbeit werden, ein Spiel fit für den heutigen PC-Markt zu machen. Und so werden manchmal mehrere Monate Arbeit da reingesteckt, ein Spiel zu fixen. Die QA-Abteilung versucht nun, das Spiel zu brechen und Bugs zu finden. Diese werden dann im Nebenraum bei den Programmierern wieder behoben. So wandert das Spiel zwischen den Abteilungen hin und her, bis es schlussendlich nicht mehr kaputt geht. Erst dann wird es im Shop zum Verkauf angeboten. Übrigens, am längsten saßen die beiden Abteilungen am guten alten Dungeon Keeper. Satte 6 Monate brauchten sie, um das Spiel zu fixen, um das dann schlussendlich für 5,39 € im Shop zum Verkauf anzubieten. Ein neues Projekt der Entwickler von GOG ist ihr seiteneigener Launcher, Galaxy. So we'd like to introduce you to GOG Galaxy. Our vision for truly gamer-friendly, DRM-free online gaming and services. Dieser soll euch das problemlose Organisieren und Updaten eurer Spiele garantieren. Das wichtigste Feature ist aber: Our client is completely optional, so unlike other platforms, we won't force it on our users. So if you're happy with your current GOG experience, nothing changes for you. Aber dies ist nicht das Einzige, was Galaxy mit sich bringt. Like the Galaxy project consists of a few different things that we're actually building. So the client is one thing, and the second part is the multiplayer platform that that we're building. We're gonna have a feature that is called calling crossplay, which will allow people from different platforms to play together. Konsolenspieler können bis heute nicht in einem Multiplayer-Match gegeneinander spielen, obwohl dies technisch möglich wäre. GOG arbeitet aber an einer Lösung, wie Steam und Galaxy-User eine gemeinsame Online-Experience haben können und somit jeder die Plattform nutzen kann, die ihm besser gefällt. Ziehen wir also ein Fazit. GOG.com hat einige einzigartige Merkmale und geht überraschend neue Wege. Man merkt, dass es dem Konzern in erster Linie um das Wohl der Spieler selbst geht. Das Schöne für GOG-Neulinge ist, ihr braucht nicht direkt umsteigen. Man kann sich theoretisch ein Spiel kaufen, runterladen, installieren und dann in die Steam-Bibliothek importieren, wenn man das unbedingt möchte. Ich persönlich werde die Website weiter verfolgen und bin vor allem auf den Galaxy-Klienten gespannt, da dieser die Usability der Seite noch wesentlich verstärken könnte. Wie ist eure Meinung zu GOG? Kennt ihr die Seite schon länger oder habt ihr hiermit Neues erfahren? Wenn euch diese Folge Glorious gefallen haben sollte, dann gebt ihr doch einen Daumen nach oben und hinterlasst mir einen Kommentar, auf welche Themen ihr euch in Zukunft freuen würdet. Während, wie ihr merkt, Anna befummelt mich, das liegt daran, dass die Folge Giga Glorious ihr besonders gut diesmal gefallen hat. Stimmt das, Anna? Ja, das stimmt. Und außerdem ist es Freitagabend, aber wir in der Giga-Redaktion und wir dürfen eine tolle Endcard aufnehmen. Für euch geht's jetzt aber ganz grandios weiter, und zwar gibt's schon die neueste Giga-News mit Dominik. Wie findest du die so? Ja, ist ganz gut geworden, ist lustig. Und wie findest du die neueste Folge Nostalgie mit Martin? Die finde ich sowieso immer gut. Die ist sowieso immer gut, das heißt, die müsst ihr gucken und das macht sich schnell und einfach. Das ist natürlich super klasse, Niklas. Ja, danke schön, sehr gut. Viel Spaß bei den Videos. So, Anna, lass mich geflext. Was? Ey, was? Wirklich? Ah!